Yo, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 2 6 Golden Coins hier in Varios Schloss. Ja, im letzten Part haben wir uns hier einigermaßen durchgequält und das Level inzwischen einigermaßen auch verstanden, aber es ist leider lang und es gibt keine Mittelglocke, sodass wir wirklich gucken müssen, hier immer wieder durchzulaufen, bevor wir gegen Wario kämpfen können. Ein Bosskampf, den ich nicht kenne und der dementsprechend für mich sehr schwer ist. Aber ich gebe nicht auf. Zumindest noch nicht. Und versuche es noch ohne Save States. Nein. Ach, zu knapp. Besser, da kommt aus einem Feuerball raus, dann bin ich schon mal gesprungen, vorsorglich. Aber das war nicht nötig. Na komm, so. So. Entschuldige mich gerade dafür, dass ich etwas geschwiegen habe und kurz innegehalten habe. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob ich die Aufnahme gestartet hatte, aber es sieht so aus. Ja, ich habe es sogar. Ja. Ach, verdammt, ich habe den... Kann man die wirklich nicht besiegen? Zack, zack. Ach, verdammt. Na, und nochmal, jawohl. Und nochmal. Ja, das war doch schon mal wieder scheiße. Das war doch schon mal wieder scheiße. Da habe ich jetzt komplett wegen meinem kurzen Zögern, ob die Aufnahme läuft, die Bodenplatte vergessen. Die fiese, gemeine Bodenplatte. Schnell durchlaufen. Ja, das war ein sehr guter Sprung. So, 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 so. So, genau, kurz den Screen reinholen, damit er da hinten rüberwandern kann und dann geht's weiter. Sehr gut. Ohne Treffer hier schon mal durchgekommen. Feuerblume. Hier habe ich einen Frosch im Hals. Und der gehört dann nicht hin. Das ist gerade so ein bisschen ein Problemchen. Vielleicht ist aber auch ein Glücksbringer. Ein Frosch ist ja eigentlich immer ein Glücksbringer. Der Frosch wird Wario küssen und dann wird er zu Bowser. Und gegen Bowser können wir besiegen. Und Bowser können wir besiegen. Das ist kein Thema. Da war die Bodenplatte. Na, verdammt! Da habe ich die berührt habe. Können wir die aus dem Screen holen? Moment, ich habe eine Idee. Na, scheiße, können wir nicht. Verdammt, nein! Na gut, noch ist es nicht verloren. Noch ist es okay. Ah! Ich darf da nicht zu schnell laufen. Ich rutsche da mal runter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also muss ich das gleich ohne Renntaste machen. Na komm. So, da haben wir den Screen. So, jetzt können wir nämlich hier rüber gehen. Okay. Puh. Erster schlimme Raum ist geschafft. Folgt nur noch einer. Obwohl ich den ja auch nicht mag. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle, weil der Boden hier so klein ist. Und ich immer nicht weiß, wann ich draufstehe und wann nicht. Und dann gerate ich in Panik und dann bewege ich mich hektisch und dann falle ich runter und dann war es das. So. Diese letzte Stelle ist immer so nervig. So, und da ist der zweite. Und da ist es. Jawohl, sehr gut. So, jetzt ohne zu rennen. Oh, das war knapp.
Klappt das denn überhaupt ohne Rennen? Ja, klappt. Gut. Hui. Lief bislang gar nicht mal schlecht. Kommt nur noch das Level mit den, der Raum mit den, genau, mit den Plattformen. Nein! Oh Gott, ich dachte gerade schon, ich rutsch da runter. Nein, nein, das wäre nicht gut gewesen. So, und noch der letzte Raum. Und dann kommen auch schon die komischen Gesichter. Und noch sind wir voll aufgeladen, das ist gut. Sprite Limit, ah ja genau, ich wollte ja nicht, ne? Gehen wir lieber langsam hier durch. Adrenalin pur. Kann man die wirklich nicht so besiegen? Na, komm. So, das war das. Nein. Verdammt. Na, noch sind wir gut auf. Das ist okay. So, nochmal die beiden. Nein. Nein. Ah. Verdammt. Das gesehen, ohne anzuhalten. Voll gut. Und dann fast gestorben, weil ich hier zwischengefallen bin. Aus dem Screen. Jawohl. Nein, eigentlich eher in den Screen. Nicht aus dem Screen, in den Screen natürlich. Okay. We're good, we're good. Blume. Guck, wir haben meinen Lieblingsbereich hier. Und fahren. Und so. Jawohl. Und jetzt wieder die Bodenplatten nicht vergessen. Wir wollen die überspringen. Wir wollen die überspringen. Und wir wollen die überspringen. Jawohl. Und jetzt... Nein, da bin ich zu früh gesprungen. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie in Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze. Decay-Level. Einfach mal... Ne, durchlaufen müssen und man lernt das Level so nach und nach, aber dann kommt am Ende halt noch der Kracher, den man irgendwie überwinden muss. Komm, da hinten muss doch noch eine Blume spucken, oder? Ah, okay. Solange wir nicht im Screen sind, bei ihr fängt die nicht an. Das ist okay. Oh, das ging schnell. So. Ich hätte lieber eigentlich eine Blume, eine Feder, glaube ich. Schade, dass diese komischen Wario-Gesichter nicht auf Feuerblume reagieren. Ich frage mich, ob Wario das tut. Denn dann, wenn wir mit Feuerblume bis zu ihm hinkommen könnten, das wäre echt cool. Das wäre echt cool. Na, ich warte kurz. Da könnten wir nämlich einfach hier richtig Rockstar-Action machen und dann irgendwann wäre es vorbei. So, wir wollen das überspringen. Wir wollen das überspringen. Und wir wollen das überspringen. Okay. Sieht doch gut aus. Ich habe das Gefühl, das wird das. Das wird es. Aber ich bleibe ruhig. Ich bleibe ruhig. Blume.
dachte, die fallen runter, aber tun sie nicht. Sah nur so aus. Weil die so ein bisschen leicht nach unten rutschen. So, hier höre ich jetzt auch mit Feuerbällen, sonst kommt wieder das Sprite Limit und haut mir in den... Ja, wenn man automatisch halt losrennen will, ne? Das ist halt immer das Problem. So. Und das Drückgesicht. Kennt ihr Drückgesichter? Die gab es damals bei uns in der Schule. Wir hatten damals in der Grundschule so einen, so einen Adventskalender. Und jeden Tag wurde der Name von einem Kind gezogen und das durfte halt den Adventskalender aufmachen. Da waren 24 Drückgesichter drin. Oder halt, ne, so dass alle halt eins bekommen haben. Und, das sind halt so Gummidinger, die sind mit Knete gefüllt. Nicht mit Knete, mit Sand oder mit Mehl oder so. Und, dann kann man die halt so drücken. Das war echt gut. Und die bleiben dann halt so komisch verformt. Das war eigentlich ziemlich lustig. Bis die halt kaputt gingen und da war alles voller Mehl. Sah aus wie ein Koksangriff oder sowas. Okay. Aber wir... Kriegen wir die noch sogar? Wir kriegen noch. Ja! Wow! Geilo! Mein Problem ist gerade, ich kann mich gar nicht bewegen. Irgendwie. So. Ich hab den Typen gar nicht. So, jetzt hab ich ihn. Ah, okay. Zweite Phase, oder was? Power up. Was ist das? Ah. Nein! Wie sollen wir den denn erwischen? Ah, okay. Kommt immer ein bisschen tiefer. Und jetzt? Haben wir ihn jetzt? Haut er schon wieder ab, der Blödmann. Warum hat der überhaupt Mario-Statuen da drin? Achso, das ist unser Schloss. Genau, so war ja was. Okay, nur noch ein Pilz. Was kriegt er jetzt? Die Feuerblume. Okay. Eins. Nein. Zwei. Ja, haben wir ihn. Ja, ja. Wir haben ihn. Was ist das denn jetzt? Pfui Deibel. Ist das ein Schuh, oder was war das jetzt? Das Schloss löst sich auf. Und stattdessen steht da wieder unser Schloss? Jawohl. Aber hey, das M sitzt noch falsch rum. Das ist noch ein W. Ah, ich wollte gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen, Leute. Bling. And. Cool. Geschafft. Puh. Thank you, Mario. Your quest is over. Den Satz werden wir noch sehr oft lesen in dieser Reihe, glaube ich. Kommen jetzt die Credits, oder wie sehe ich das? Mario Land 2 Staff. Staff. Staff ist es auch, aber es ist eigentlich ein Staff. Ja. Cool. Das ging ja noch schneller, als ich dachte. Es war aber ein sehr aufregender Kampf, muss ich sagen. Vor allem, weil er für mich halt blind war. Ich kannte den bis dato überhaupt nicht. Aber war fordernd. Also das letzte Level war im Vergleich zum restlichen Spiel ziemlich anstrengend. Also gerade, weil man halt immer diesen langen Weg zurücklegen musste, bis man überhaupt zum Boss kam. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich fand das Spiel echt cool. Es ging ein bisschen länger als Super Mario Land 1. Und weitergehen wird's jetzt mit Super Mario Bros. 1. Dem ersten NES-Spiel mit Mario. War es das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Abgesehen davon vielleicht, dass es vorher Donkey Kong gab oder so. Das Spiel mit den Kisten und so. Ja.
Ist ja wurscht. Jedenfalls, Super Mario Bros. 1 wird das nächste Spiel sein, das ihr auf meinem Kanal hier sehen werdet, mit Mario. Ich bedanke mich euch fürs Zuschauen und würde sagen, die Credits schauen wir uns jetzt nicht an. Auch wenn wir... Gut, wir haben die Kühe noch mitbekommen, das war das Wichtigste. Der Rest ist nicht mehr sehenswert. Ich freue mich auf das nächste Spiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel fandet. Und wie eure Meinungen sind zur allgemeinen Mario-Reihe. Würde mich interessieren. Bis dahin und ciao!